Im ersten Block der Diskussion haben wir ja bereits über Potenziale der Digitalisierung gesprochen und auch die Rolle der Privatwirtschaft etwas beleuchtet. Es wurden schon sehr viele Dinge angesprochen, die wir auch noch fortführen möchten. Und den Einstieg in den zweiten Block möchten wir mit einem kleinen Video bestreiten. Wir freuen uns wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, dieses Video aus Kamerun in letzter Minute zu erhalten. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich kurz erzählen möchte. Wir haben, als wir diesen Slot geplant haben, eben angefangen, eine Freundin von Rebecca, einer meiner Kolleginnen, zu kontaktieren, ob sie uns ein kurzes Video schicken kann. Da geht es darum, dass in Kamerun im Nord- und Südwesten für 3 Monate ein Internet-Shutdown standfand. Also es gab kein Internet. Und als das Internet zurück war, hat Rebecca dann eben ihre Freundin Comfort Musa angeschrieben via Facebook und sie hat sofort gesagt, klar, das mache ich gern, ich mache euch ein Video. Dieses Video hat uns bis heute nie erreicht. Das zeigt vielleicht einmal, und wir haben das eben auch selbst erfahren müssen, wie schwierig es zum Teil doch mit den digitalen Technologien ist. Bis gestern hat Comfort Musa versucht, dieses Video über verschiedenste Portale zu schicken, über WeShare beispielsweise, über Facebook, über E-Mail, letztendlich über WhatsApp. Und nichts hat funktioniert. Das liegt einfach daran, dass das Internet nicht gut genug war. Gestern Abend um 19 Uhr, als hier noch die Veranstaltung zum Marshallplan lief, hat sie es dann geschafft, ein neues Video mit dem Handy aufzunehmen und das zu schicken. Davon kam zumindest die Hälfte an. Na, immerhin. Leider ist die Tonspur und die Bildqualität etwas verschoben zueinander, aber nichtsdestotrotz, wir zeigen Ihnen das gern. Heute Morgen um 6.40 Uhr kam dann der zweite Teil dieses Videos an. Hier stimmt sogar Ton und Bild. Und insofern freue ich mich wirklich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, Sie jetzt zu sehen. Hello, my name is Comfort Musa. I am a Cameroonian journalist based in the northwest region of Cameroon. As you must have heard in the news, for 3 months, the northwest region and the southwest region of Cameroon suffered a prolonged internet blackout. What this translated for me was a loss of opportunities, missed deadlines, and a lot of hardship brought about by the internet blackout. As a journalist, I use the internet for research, to connect with sources, to get feedback from my editors, and to learn about new trends in journalism online. And for 93 days, I missed out on these opportunities. And so there are many stories that were untold because of the internet blackout. The internet is a very big platform for me. Over 80% of my work is online, and for 93 days, this was very difficult. I had to travel weekly for 2 hours to another town just to access internet. But then the weekly travels were not enough to meet up with all the deadlines, to get to get my work emails in time and respond to them in time. And so, like I said, many stories went untold. I missed out on many deadlines. And life without internet is just too difficult. And that is my personal experience. So the society at large also suffered the pinch of the internet blackout. In my city, like in many cities around Cameroon, there are many internet-based businesses. Even the traditional businesses are becoming digital. And so to go without internet for 93 days meant many people in the city went without jobs. I know many cyber cafes that just shut down for 3 months because, I mean, without internet, there was no work to be done. There are banks that for weeks found it very difficult to serve their clients. Some of their clients had to travel to distant towns, travel 1 hour, 2 hours to other towns that had internet access to be able to do their banking. And also, the internet has come with... Das war Teil 1. ...with many opportunities to learn, to do online learning. And you have people, myself included, who have subscribed to online courses, and we could not take our classes consistently because of the internet blackout. Also, in terms of security, there was this general sense of insecurity without the internet blackout because it's difficult to get information out to your contacts
when there is no internet, you cannot communicate in real time. And also when people heard, when we had that blackout, there were times when people heard that things were happening in a city and they could not contact us to verify or fact check. And so the internet blackout also gave room for many false stories to spread, because there's a big gap created, and sources could not be contacted to verify the stories that were coming out of the region. And another thing I would say is, on the society as a whole, it was very difficult for us to get news coming from other parts of the country and other parts of the world. And many news bulletins in the private radio stations in my city became very scanty, because, I mean, we were limited to just what was happening around our city. To hear about happenings in other parts of the country and other parts of the world, you had to make calls, and the landline calls are more expensive than web calls, or you had to travel to another city, get online and read. And so as a result, we had to wait for maybe the dailies or the weekly newspapers to. Ja, jetzt habe ich doch vor lauter Aufregung auch ganz vergessen, euch zu erzählen, wer diese Frau Comfort Musa ist. Und das möchte ich bitte noch kurz nachholen, bevor Manuel mit den Fragen weitermacht, um ihr auch Respekt zu zollen. Sie ist nämlich Journalistin, wie sie selbst gesagt hat, und Bloggerin aus Kamerun, lebt und arbeitet in Bamenda, der größten Stadt in der Nordwestregion. Und sie arbeitet freiberuflich vor allem zu den Themen Entwicklung, Umwelt, Gesundheit und Technologie. Setzt sich dabei aktiv für Inklusionsthemen wie beispielsweise Frauenrechte ein und möchte, wie sie selbst sagt, vor allem den Gruppen, die abseits der Mainstream-Medien stehen, eine Stimme geben. Sie arbeitet für das Global Press Institute und für The Media Project. Sie hat auch einen Blog. Und ja, tut mir leid, das wollte ich auf jeden Fall noch nachliefern. Jetzt kann es weitergehen. Dankeschön. Vielen Dank, Peggy. Das Video bietet uns, glaube ich, eine wunderbare Überleitung in unseren zweiten Teil, in dem wir ja explizit über Rahmenbedingungen sprechen wollen. Bei uns nehmen wir Internet oftmals als Infrastruktur wahr, die wir wie Stromnetze oder Wasserversorgung als gegeben voraussetzen. Die eindringlichen Worte von Comfort Musa haben, denke ich, sehr gut gezeigt, dass das sicherlich auf dem globalen Level nicht überall zutrifft und Internet eben keine Selbstverständlichkeit ist in vielen Regionen der Erde. Wir sprechen da über einen urbanen Raum. In ländlichen Regionen sieht die Faktenlage noch ganz anders aus. Herr Richter, wie lassen sich die Probleme lösen, beziehungsweise wo gibt es da auch Anknüpfungspunkte für die deutsche EZ? Da geht es ja um die Frage, also ich würde es in zwei Sachen machen. Zum einen ist die Frage nach Zugang zu klären. Und wer in der Lage ist, Zugang herzustellen und nicht. Ne? Das ist sicherlich, das ist, glaube ich, gestern auch diskutiert worden, im Marshallplan auch ein Punkt, wo das BMZ gesagt hat, Zugang ist uns wichtig, dass er hergestellt wird. Und es gibt auch und gab auch in der Vergangenheit immer wieder Projekte der KfW, die sich mit richtig Zugang beschäftigt haben. Ich glaube, es gibt ein großflächiges Projekt in Togo, was ein Netzkabel sozusagen für das Land darlegt. Es gab auch Beteiligung am Unterwasserkabel von deutscher Seite. Das ist momentan nicht das Kerninteresse, das das BMZ dort macht. Das ist aber auch eine Sache, die einfach wichtig ist, dass es andere, meistens sind es dann Weltbank-finanzierte Projekte oder die Europäische Union, wo ja Deutschland auch in beiden Institutionen beteiligt ist, oder die African Development Bank oder die Asian Development Bank, dass andere Institutionen das liefern. Weil ohne Zugang, und da reden wir schon einfach von Infrastruktur dann auch. Das kann man nicht mehr nur alles mit 3G und 4G-Netzwerken, also mit Online-Netzwerken über Smartphones abdecken. Ist auch die Beteiligung und die Informationsgewinnung und sicherlich auch diverse wirtschaftliche Aktivitäten oder soziale Aktivitäten dann nicht möglich. Das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass dieses Themenfeld, wie können Menschenrechte im Internet sichergestellt werden, wie kann Datenschutz sichergestellt werden, wie können Informationsfreiheitsgesetze, muss man auch mal fairerweise hinzusagen, das hat Deutschland auch erst seit 10 Jahren und ist jetzt auch nicht die Speerspitze der Entwicklung sozusagen dort in der Umsetzung. Da gab es auch diverse Fälle,
zumindest aus meinem Medien-Background kenne ich das noch von Cicero, die ja auch sozusagen eine Hausdurchsuchung hatten und und. Also wir tun uns da auch nicht immer nur leicht als westliche Welt, sondern auch da sozusagen gibt es einen Austausch und Diskurs, wie weit geht Informationsfreiheit und wie weit nicht. Und das für mich sind so ähnliche Themenbereiche. Ne? Der Zugang muss sichergestellt werden, gleichzeitig muss Informationsfreiheit sozusagen sichergestellt werden. Und dann gibt es einfach ein paar digitale Prinzipien oder Möglichkeiten, die man im Netz, die Netzneutralität herstellt, beziehungsweise wie man Zugang gewährleistet. Wie sieht das ganz konkret aus? Wir haben, oder das BMZ hat die Deutsche Welle beispielsweise beauftragt, eine Kollegin wie Sie einfach dabei zu unterstützen und auszubilden zum Thema Datenschutz und zum Thema Nutzung der Informationsfreiheitsgesetze in den Ländern. Das macht die Deutsche Welle Akademie und ich glaube sogar auch in Ihrem Land. Und das wäre eine ganz praktische Herangehensweise, wo man sagt, dass man sich anschauen kann, wie relevant ist das. Da sind ganz explizit auch Blogger mit angesprochen, um eben die Möglichkeiten, die Medien dann haben, oder ob man jetzt Bloggen als Medien oder nicht versteht, das ist dann auch eine Fachdiskussion, aber ein Informationsaustausch sozusagen nach draußen oder qualitativ guten Informationsaustausch darzustellen, und dafür ist das Internet dann ein Tool. Also Access heißt das im Englischen dann herstellen und gleichzeitig Prinzipien machen, aber auch ganz normales Capacity Development. Das ist das, was die Deutsche Welle Akademie macht, und wir schauen uns das dann an, wenn es evaluiert ist, und gucken und beraten das BMZ entsprechend, wie man das weiterführen kann, weil das erste Ansätze sozusagen sind und das Curriculum-Entwicklung noch nicht da ist und. Es gibt natürlich aber ganz, ganz viele Institutionen in Afrika oder auch in Asien, die das schon zu arbeiten, und das ist nicht so, dass wir da das Rad dann neu erfinden. Es ist halt die Frage, wie wichtig es für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist. Und das ist der letzte Punkt. Das ist, glaube ich, für Player wie deutsche Firmen und auch das Auswärtige Amt beispielsweise oder auch die Außenwirtschaftsförderung schon ein wichtiger Punkt, Deutschland da gut zu platzieren, weil sie das Gefühl haben, dass es momentan eine gute Möglichkeit gibt, auch dass Deutschland so ein Thema setzt, was ja jetzt ein bisschen unter Beschuss gekommen ist, gerade wenn es um Global Digital Rights gibt, ist zumindest die große Unterstützung der Amerikaner ist jetzt gerade massiv gekürzt worden. USAID-Projekte sind da, glaube ich, massivst unter Druck gekommen worden. Und die Frage ist schon, ist das ein wichtiges Thema für Deutschland? Dann wäre es eine gute Möglichkeit, sich da jetzt zu positionieren und sicherlich auch eine gewisse Vorreiterschaft zu machen. Das wird gerade von externen Partnern, auch internationalen Partnern, an Deutschland herangetragen. Und das ist dann das BMZ und das Auswärtige Amt, die das beantworten müssen, und nicht wir als GZ. Wir nehmen das nur wahr, dass das eine interessante Rolle ist. Da kann man sich der Verantwortung jetzt auch stellen, nicht nur mit Projekten, sondern auch politisch. Und müssen wir sozusagen schauen, wie das weitergeht. Aber da ist richtig viel Druck, das ist im System. Und sie ist sozusagen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir kennen diverse andere Länder, wo das einfach möglich ist. Und das ist ein wichtiges Thema, das diskutiert wird, dass man sich dazu positioniert. Ne? Auch von den Kollegen im Raum. Ne? Das wird sicherlich ihre und eure Zukunft sozusagen dann auch betreffen. Und wir hatten da gestern ein sehr interessantes Panel zum Thema Cybersecurity dazu, wo dann mal aufgezeigt worden ist, was ist alles möglich. Und ich mache nur den ganz kurzen Schwenk, weil der Kollege vom Harvard-Institut dann kurz gesagt hat, naja, man muss da gar nicht so weit gehen zu Comfort Moussa, sondern man kann einfach sich auch anschauen, was damals beim Hurricane Katrina passiert ist. Und da gab es im Endeffekt, um es kurz darzustellen, da gab es eine kleine Landecke, wo eine vorrangig afroamerikanische sozusagen Bevölkerung war, die mehrere Tage oder die 48 Stunden keine Unterstützung bekommen haben. Und zwar nicht, weil das jetzt böse war und weil man sie ausgliedern wollte, sondern weil sie digital nicht mehr stattgefunden haben. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es da digitale Klüfte gibt und digitale sozusagen Wahrnehmungen gibt, die nicht nur sozusagen sie betreffen, sondern insgesamt den Zugang, das Internet, das ist dann auch, irgendwann ist das dann auch die Realität. Wenn man den Zugang nicht hat, dann findet man auch nicht mehr statt. Und da muss man sehr genau abwägen, sozusagen, wie die Position auch ist und was man da auch machen kann. Ein konkretes Projekt habe ich gesagt, aber da stellen sich sicherlich einige politische Fragen, die erstmal auch gelöst werden müssen. Herzlichen Dank. Das hat das Video, denke ich, auch sehr eindringlich gezeigt, dass, wie Sie sagten, man nicht mehr stattfindet ohne das Internet. Frau Fritsche, dazu würde mich auch Ihre Meinung interessieren. Welche weiteren notwendigen Rahmenbedingungen sehen Sie, damit Internet oder IKT-Leistungen im Allgemeinen das entwicklungspolitische Potenzial entfalten können? Und noch eine zweite Zusatzfrage eventuell, wie lässt sich eben
sicherstellen, dass das Internet weltweit offen und frei zugänglich auf Dauer ist? Denn das haben wir ja auch gesehen, ist eines der großen Probleme aus dem Video. Ja, also das hängt ja auch mit der Frage an den Herrn Richter sehr eng zusammen. Ich bin gerade noch dabei, ein bisschen zu ordnen, weil es einfach so ein riesiges Thema ist und versuche auch auf Ihre Fragen einzugehen. Erinnern Sie mich gerne, wenn ich da irgendwas auslasse. Ich fange mal hinten an bei dem Beispiel Hurricane Katrina. Ich hatte das Beispiel da so ein Stück weit verstanden, dass dann nicht nur von der Netzanbindung ein blinder Fleck war, sondern auch überhaupt von dem Bewusstsein, dass es da ein Thema gibt oder dass es dort ein Problem gibt. Und das ist das ist eigentlich eine Datenfrage. Und gerade auch in Verbindung mit den nachhaltigen Entwicklungszielen oder mit Entwicklung allgemein spielen Daten ja eine unglaublich große Rolle. Und hinter den Daten stecken dann auch immer Indikatoren, die auch in eine gewisse Art und Weise interpretiert werden. Und da ist es einfach wichtig, dass man die richtigen, wie soll ich das sagen, dass man da auch den richtigen Blick auf die Phänomene hat, damit man nichts auslässt. Also das ist für mich wirklich so ein ganz perfektes Beispiel. Hurricane Katrina, da war man einfach auf einem gewissen Teil auf dem Datenauge blind. Weshalb es auch immer wichtig ist, eben sich zu überlegen, welche Daten erhebt man, welche erhebt man gegebenenfalls auch nicht, was lässt man damit aus, welche Informationen zieht man dann aus diesen Daten heraus, weil all das Big Data und Co. Wird, glaube ich, wenig helfen, wenn man die Systeme dahinter nicht versteht und nicht versteht, was man da im Endeffekt auch herauslesen kann und mit welchen Folgen. Also das vielleicht nur als eine Ergänzung zu diesem Thema. Was das Beispiel des Videos ja auch sehr schön gezeigt hat, ist, dass die Internet- oder die Infrastrukturbereitstellung nichts nutzt, wenn man letzten Endes nicht ein gewisses Verständnis damit auch einherbringt, dass es eine Grundversorgung, eine Grundstruktur ist, ähnlich wie zum Beispiel Strom und Wasser etc. Ich glaube, da gibt es in der Perzeption auch auf Ebene der Regierung noch sehr große Unterschiede. Weil einfach die Wasserversorgung abzudrehen oder die Stromversorgung abzudrehen, das wird sicherlich auch gemacht, aber ich glaube, das wird nicht wie wir es jetzt mit dem Internet oftmals sehen, als so ein, ich nehme jetzt mal einen Begriff aus der kritischen Theorie, eher als so ein Herrschaftsinstrument oder eine Herrschaftstechnologie mehr betrachtet. Und beim Internet hat man eben das ganz massiv, weil das so enorme Auswirkungen haben, wie sich Leute miteinander verbinden, wie sie Informationen teilen, wie sie auch mobilisierbar sind. Also das darf man nicht unterschätzen und das haben andere Infrastrukturen halt nicht. Und solange da halt noch so der Gedanke ist, na gut, im Zweifelsfall, wenn es kritisch wird, dann schalten wir das einfach ab. Heißt das aber auch, dass es keine verlässliche Infrastruktur ist für, das haben wir in dem Beispiel ja auch gehört, für die Wirtschaft. Also wenn wir über eine digitale Ökonomie in afrikanischen Ländern sprechen, dann braucht diese Ökonomie auch eine gewisse Sicherheit, nämlich dass sie sich auf die Basisinfrastruktur, das Internet, auch verlassen kann und dass das dann nicht im Notfall mal ausgeschalten wird. Also wenn eine Naturkatastrophe dazu kommt, ein Softwarefehler etc., das haben wir hier ja auch, dann kann das schon mal passieren, aber prinzipiell einfach in die Versorgungssicherheit, da steht auch der Staat dahinter, dass diese Infrastruktur bestehen bleibt. Darauf muss sich eine digitale Ökonomie, egal ob das jetzt nur ein kleines Cybercafé ist oder ob das ein großer internationaler Konzern ist, grundsätzlich verlassen können, um dann auch sagen zu können, da investieren wir jetzt rein und das machen wir jetzt mit. Und ich glaube, auch da besteht eine sehr große Chance für die Entwicklungszusammenarbeit auf Seiten der Regierung, das Bewusstsein zu bilden, dass es einhergehen muss. Also nicht eine Infrastruktur, sondern eben auch so ein Stück weit dazu zu stehen, dass diese Technologie jetzt auch quasi ohne Einschränkung angeboten wird, unabhängig von der politischen Lage vor allem auch. Und da hatte auch auf der Republika, ich kann es jetzt nicht mehr genau zuordnen, es war eine junge Frau aus einem afrikanischen Land, hat auch gesagt, in eben diesem Kontext, Governments need to lose fear of losing power, also Regierungen müssen die Angst verlieren, dass sie über das Internet dann auch Macht verlieren. Es ist sicherlich ein Stück weit, wie man sehen möchte, dann auch ein Machtverlust, je nachdem, wie man eben Macht definiert.
Aber diese ganzen digitalen Möglichkeiten, die halt über Empowerment, also diese Empowerment-Kapazität von Internet auch funktionieren, die gehen halt auch nicht anders, wenn man diese Macht, diese Nutzungsmacht auch in die Hände der Menschen legt. So, und wie man das jetzt auf globaler Ebene lösen kann, sehr gute Frage. Ich glaube, da stehen wir noch enorm am Anfang, dass man auch sagen kann, dass es gibt ja auch die Diskussion, ist das jetzt ein Menschenrecht oder nicht? Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich das beantworten könnte, das ist schon so eine 1-Million-Euro-Frage. Vielleicht hat der Richter da noch nicht. Herr Richter, bitte. Also es ist ja nicht so, dass es da keine verrechtlichen Möglichkeiten gibt. Es gibt das Internet hat ja auch eine Governance-Möglichkeit, das ist ICANN, dass die ganzen Adressen sozusagen vergibt. Da ist ja Beteiligung sozusagen auch festgeschrieben. Da gibt es verschiedene Prinzipien, mit der sich die ITU auch beschäftigt, die im Endeffekt auch gelten sind. Die Frage ist dann Enforcement und die Frage sozusagen ist auch, wie das in Rechtssicherheit geschafft wird in den verschiedenen Ländern. Da hat die EU eine Rolle zu spielen, da hat Deutschland von unserem Verständnis wirklich auch was anzubieten an Know-how in dem Bereich, weil wir zumindest verschiedene Gesetzgebungen haben, auch gerade im Bereich Cyber, die einfach internationalen Standardvorreiter sozusagen sind. Das kann man sich mal anschauen. Diese internationale Diskussion ist vielleicht ganz interessant bei dem doch sehr kritischen Thema, sich mal auch G20 anzuschauen. Da gab es auch verschiedene Verhandlungsstreams, wo Deutschland ja gerade Chair ist und wo es dann auch die große Konferenz in Hamburg gibt, wo man jetzt halten kann, was man will sozusagen von dem Prozess. Aber als Relevanz, wie Digitalisierung wahrgenommen wird, ist das, glaube ich, wichtig, da sich kurz auf der Zunge zergehen zu lassen, dass es Digitalministerkonferenz gab. Da ist ja dann die Frage, wer von Deutschland sozusagen da alles mit am Tisch sitzt. Es waren, glaube ich, 4 Ministerien daran beteiligt. Und es gibt aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit einen Stream, wo wir wirklich sehr, sehr interessiert wahrgenommen haben, dass der Bereich Frauen auszubilden für Tech-Berufe und sie in Entrepreneur-Förderung zu bringen, ein Thema war, was total unkritisch sozusagen war, was von allen Staaten unterstützt worden ist und was wahrscheinlich gestern auf der letzten Development Working Group dann auch verabschiedet worden ist. Die Initiative heißt eSkills for Girls, die ist vom BMZ dort eingebracht worden, die haben wir auch unterstützt sozusagen in der Beratung und es ist wirklich sehr interessant, dass es ein paar Bereiche gibt, wo einfach auch international Konsens herrscht, dass das ein vernachlässigtes Thema sozusagen ist, dass es sozusagen darum geht, die marginalisierte Bevölkerung, wie man sie dann nennt, einfach besser mit einzubinden, dass es ein Gender Gap sozusagen gibt, nicht nur sozusagen in der Wahrnehmung, sondern auch wirklich vor Ort und dass da interessanterweise auch Staaten wie Saudi-Arabien und Indien und dass sozusagen das einen Konsens sozusagen gibt. Und man kann das jetzt positiv oder negativ sozusagen wahrnehmen. Ich wollte nur sagen, es gibt da auch Bewegungen, sowas dann einfach entsprechend dann auch aufzunehmen, politische Initiativen draus zu machen. Und diese hat im Entwicklungsbereich sicherlich eine Relevanz, weil es dort um ein Thema geht, was diverse Studien einfach belegen von der World Wide Web Foundation, dass es ein Problem darstellt. Und wenn sich so eine Institution wie G20 oder ein loser Rahmen wie G20 dazu einigt, dann ist das schon ein sehr breiter Konsens, dass das angegangen werden soll. Wie das dann angegangen wird, das ist dann die Frage mit solchen politischen Initiativen, wenn sie dann enden, was macht man dann, außer dass es ein Framework und eine Dokumentation sozusagen darüber gibt. Aber das würde ich gerne einfach nochmal gegen den ganzen die negative Wahrnehmung stellen. Man tut da schon was, da gibt es auch Handlungsoptionen und es gibt auch da verschiedene Möglichkeiten, das dann aufzugreifen und von Privatsektor, von Zivilgesellschaft, von Entwicklungsländern sozusagen einfach anzufordern und zu sagen, wir möchten jetzt gerne ganz konkret sozusagen was daraus machen. Es gibt praktische Beispiele in Ghana sozusagen dazu, wo auch die GEZ und KfW was dazu umsetzen. Das sind sicherlich nicht auf der globalen Ebene, wo sie jetzt hin möchten, ganz konkrete, das sind nicht die Möglichkeiten, die ganze Welt zu verändern, aber das sind die Möglichkeiten, sowas im rechtlichen Rahmen zu geben. Und es gibt auch zum Thema Digital Principles in der EU ja Initiativen, die laufen und auch die Frage, wie kann das in der Entwicklungszusammenarbeit dort eingebracht werden. Und es ist nicht so, dass sich damit nicht beschäftigt wird. Die Frage ist der Verrechtlichung. Und das wiederum ist dann ein Politikrahmen, der gegeben werden muss und schlussendlich für jedes eigene Land dann auch gegeben werden muss.
Und was für eine Rolle spielt die Entwicklungszusammenarbeit? Soll das wirklich beraten werden, so wie Informationsfreiheitsgesetze über die Deutsche Welle Akademie beispielsweise? Wollen wir das auch oder will das die Entwicklungszusammenarbeit grundsätzlich auch machen? Ist das das, was wir können? Mit wem können wir das zusammen? Und wird das nachgefragt von den Partnern? Das sind einfach so Themen, die, glaube ich, in den nächsten Jahren kommen werden, wo auch Expertise nachgefragt wird. Und wenn da jemand Interesse sozusagen daran hat, sich dann näher mit reinzuroppen, ist das sicher ein Themenbereich, der erstmal komplex klingt, aber ganz praktisch sozusagen Handlungsanweisungen benötigt. Auf verschiedenen Ebenen. G20 sage ich einfach nur, dass es relevant ist. Ne? In der praktischen Umsetzung könnte das einfach auch in Nigeria und Ruanda mal gemacht werden. Darf ich dazu noch ergänzen? Ganz kurz vielleicht? Ganz kurz vielleicht nur einen Aspekt. Wirklich nur als Ergänzung zu dem, was Herr Richter gesagt hat, weil er hat recht, also alles, was da läuft, ist unglaublich wichtig. Ich glaube, was das Beispiel auch gezeigt hat, und das wurde auch genannt, ist, dass das Internet zwar ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, aber eigentlich in dem Sinne noch nicht entbehrlich und auch noch nicht unentbehrlich für eine Zeit von 93 Tagen, die uns ja, glaube ich, unglaublich lange vorkommt. Und es wurde auch in dem Beispiel genannt, die Leute haben sich dann Wege gesucht, alternative Kanäle, sind zurückgefallen auf traditionelle Medien etc. Also es gab da sozusagen noch eine Fallback-Option. Ich glaube, wenn wir die digitale Entwicklung jetzt einige paar Jahre fortschreiben, dann wird es diese Fallback-Optionen vielleicht nicht mehr in diesem Maße geben. Also man ist auch ein Stück weit abhängig von der Technologie und vielleicht kickt dann auch sowas rein wie die normative Kraft des Faktischen, dass das Internet dann wirklich so ein Wirtschaftsfaktor gewesen ist, dass man an diesen Initiativen gar nicht mehr vorbeikommt, dass man eigentlich diese Sicherheit gewährleisten muss, weil es eben ansonsten zu so hohen Verlusten führen würde. Aber je eher man sich natürlich damit beschäftigt und das auch in einen internationalen Rahmen dann einbettet, Rechtssicherheit, Rechtsdurchsetzung dann auch gewährleistet, desto besser natürlich. Ja, vielen Dank. Das war jetzt auch schon eine herrliche Überleitung, nämlich einerseits aus diesem, okay, wir müssen vielleicht vom Globalen weg, weil es wirklich schwer ist, es auf der Ebene zu diskutieren, als auch dahin, wie sieht es vor Ort aus und wie sieht es aus mit Machtstrukturen, die Regierungen eben sehr gern abgeben. Und hier würde ich sehr gern mal auf ein Partnerland Deutsche EZ eingehen, was in dem Zusammenhang auch oft zitiert wird. Denn es gibt ja Länder, die alle Hoffnungen auf Digitalisierung setzen. Und als prominentes Beispiel dafür fällt mir immer Ruanda ein. Laut den Plänen des Präsidenten Paul Kagame soll aus dem Agrarstaat in den nächsten Jahren ein Hightech-Hub für digitale Dienstleistungen aller Art werden. In der Informationstechnik und Kommunikationstechnologie sieht er eine große Chance, um eben, wie auch schon mal angesprochen, ganze Entwicklungsstadien zu überspringen, dieses Leapfrogging-Phänomen, und in wenigen Jahren einen Stand der Modernisierung zu erreichen, für den andere Nationen Jahrzehnte brauchten. Herr Richter, aus Ihrer Perspektive, das ist ja auch ein Partner, Sie sprechen in der neuesten Publikation einen Aufbau eines deutsch-afrikanischen Zentrums für Digitalisierung in Ruanda an. Wie beurteilt man denn solche Ambitionen, durch staatliche Programme zu einer digitalen Gesellschaft zu werden, auch im Hinblick auf Sicherheitsaspekte wie den gläsernen Bürger? Ja, das passt einfach thematisch ganz gut, weil ich glaube, momentan, glaube ich, heute der letzte Tag der Transform Africa, eine der größten Digitalkonferenzen oder ich glaube die größte und wichtigste Digitalkonferenz, die in Afrika stattfindet. Die findet in Kigali statt, da war der Präsident auch dabei und hat das eröffnet. Das BMZ war auch mit dabei, wir waren mit dabei und haben nicht nur E-Skills for Girls sozusagen da die afrikanischen Staaten vorgestellt, sondern unsere Kollegen vor Ort in Ruanda haben auch einfach dieses Digitalisierungszentrum besprochen. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Ideen, die momentan diskutiert werden. Ein paar davon sind einfach in der Umsetzung im Landwirtschaftsbereich. Aber ich wollte genau auf diesen Bereich eingehen. Ja, das BMZ hat mit der ruandischen Regierung vereinbart, dass Ruanda eins der Pilotbeispiele wird für, wie kann man Digitalisierung umsetzen. Und da gibt es ein Digitalisierungszentrum sozusagen geben, das sich all diesen Themen, die diskutiert worden sind, einfach annimmt und versucht, diese Digitalisierungsstrategie des Präsidenten zu unterstützen. Und wie es dann gelingt, den gläsernen Bürger mit Datenschutzmöglichkeiten und einem eigenen digitalen Identität, darum geht es sicherlich sozusagen dann auch auszustatten, die einfach auch privat bleiben kann. Das ist sozusagen der zweite Schritt dann der Umsetzung. Das Projekt fängt jetzt gerade an, das ist, glaube ich,
Das ist noch nicht mal beauftragt. Das wird vom Minister immer schon erzählt als eines der wichtigsten Projekte, aber das ist, glaube ich, ganz kurz vor Beauftragung, wird, glaube ich, im Juni oder so anfangen und hat schon die ersten Ideen, wie die Umsetzung sozusagen aussieht. Aber es geht schon darum, dass wir nicht sozusagen dort mit der Expertise kommen und sagen, so muss das jetzt gemacht werden, sondern es geht darum, einfach der ruandischen Regierung ein Tool zur Verfügung zu stellen und zu sagen, nennt euch die Themen, wir gucken uns das mit dem Accelerator-Programm an, wir gucken, also einfach die Idee, dass man einfach schaut, welche Prioritäten wollt ihr sozusagen wie bedient sehen, und das kann dieses Vorhaben dann auch mit neuen Partnern, mit deutschen sozusagen Partnern, mit internationalen Partnern einfach umsetzen und relativ nachfrageorientiert das machen. Dass es da auch Standards und Werte gibt, das sozusagen ist mit der digitalen Agenda dann einfach gesetzt, wo das BMZ sagt, das ist uns wichtig in der Umsetzung dieses Projektes. Aber ich will jetzt den Ergebnissen nicht vorweggreifen und sagen, das ist alles mit eingebaut und wir machen da auch voll den Datenschutz sozusagen, oder die GEZ macht da voll den Datenschutz, weil es dem Ansatz des Vorhabens nicht anspricht. Das Vorhaben ist eine Partnerberatung und es ist nicht sozusagen die Beratung der Datenschutz für Ruanda, sondern es ist momentan genau die Anfrage, Ruanda möchte das mit Deutschland zusammen machen. Und Deutschland hat gesagt, das ist großartig, wir brauchen so eine Pilotländer, wir möchten das gerne mit dem Land zusammen machen, und hat es in Regierungsverhandlungen besprochen. Das ist, glaube ich, eines der ersten genuinen IKT-Projekte, die das BMZ jetzt online gestellt hat. Ne? Also sollte man sich angucken, und ich kann den Ergebnissen nicht vorgreifen, weil es geht gerade erst los. Ne? Es wird schon zu sehr verkauft sozusagen nach draußen. Das muss ich sozusagen erstmal in der Umsetzung dann da zeigen. Aber es ist, das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, was ein wahnsinniger Vertrauen in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auch darstellt, dass Ruanda, die sich in dem Bereich sicherlich ihre Partner hätten aussuchen können, Deutschland gefragt hat. Und das ist jetzt kein Wettbewerb, ob es jetzt die Briten oder wer auch immer sind, aber es ist eine genuine Frage an Deutschland gewesen. Und dass da ganz viele andere sozusagen auch mitspielen, ist auch klar. In Ruanda gibt es einfach eine gute Möglichkeit, das umzusetzen. Es gibt aber auch ein sehr klares System, wie Ruanda regiert wird. Und insofern muss man sich das einfach beides angucken. Und dann kann man, glaube ich, auch mal, vielleicht machen Sie mal eine wissenschaftliche Evaluierung von dem Projekt sozusagen begleitend. Vielleicht sind so eine Sachen dann einfach wichtig, dann von Zivilgesellschaft, von Wissenschaft einfach immer wieder nachzufragen. Damit es in der Öffentlichkeit bleibt. Ne? Die Frage, die Sie gestellt haben, ist ja völlig richtig. Die Prinzipien sind auch sozusagen da. Die Frage ist sozusagen, wie das dann in der konkreten Umsetzung ausschaut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist eine Aufforderung, dass wir auch das Projekt weiter betrachten und uns dann eben mal alle gemeinsam anschauen, wie es so läuft. Bevor wir nun gleich Ihnen, liebes Publikum, die Chance geben werden, auch Fragen an unsere Referenten zu stellen, möchte ich noch eine letzte Frage an Frau Fritsche richten. Wenn man sich mal anschaut, woher die Informationen kommen, die im Internet präsentiert sind und aus wessen Perspektive sie auch entstehen und geschrieben sind, dann frage ich mich immer, führt Digitalisierung nicht irgendwie auch schon zwangsläufig zu einer weiteren Verwestlichung von Lebensstilen im globalen Süden? Können Sie vielleicht dazu was sagen oder auch dazu, ob das wissenschaftlich untersucht wird und wie man das machen könnte? Oder auch zu dem Aspekt, wie lokale Kultur und lokale Informationen weiter sichergestellt sind, wenn wir doch jetzt alle auf dieses Pferd der Digitalisierung aufspringen und dann eben wieder alle irgendwie in dieselbe Richtung reiten. Ja, also ein wichtiges Thema. Ich kann Ihnen jetzt mit nicht so recht mit Empirie kommen. Ich bin mir allerdings sicher, dass das in irgendeiner Art und Weise auch schon von Kolleginnen und Kollegen untersucht wird, weil es einfach ein auch sehr naheliegendes Thema ist, wenn sich Menschen global vernetzen, dass sie dann auch gewisse Wertnormen aus anderen Weltregionen übernehmen. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass aktuell im Netz da der Zugang zu westlichen Normen, westlicher Kultur schon auch sehr groß ist, einfach weil es da auch so ein großes Angebot gibt über Facebook, über andere Kanäle, Plattformen, YouTube etc. Also wenn man will, kann man da einen sehr guten Eindruck bekommen, wie im Westen gelebt wird. Und ich glaube, das wird auch gemacht. Und ich denke auch, dass das durchaus zu Verwerfungen auch führen kann. Andererseits würde ich das jetzt auch nicht nur als negativ betrachten. Ich komme trotzdem noch mal kurz auf die Risiken. Also was natürlich schwierig ist, ist, wenn dann so Normen auch oder einfach die Bilder, die man eben sieht aus westlichen Lebensstil, dazu führen, dass dann auch Normen wie zum Beispiel Schönheitsideale geprägt werden.
in den Ländern, die jetzt mit der Kultur auf diese Art und Weise in Berührung kommen. Also ich denke da zum Beispiel auch an junge Frauen. Ich glaube, in Asien gibt es diese Diskussion ja schon viel, viel länger, darüber, wie weiß die Haut ist, etc. Ne? Also das ist natürlich schon schwierig, wenn dann gewisse Ideale transportiert werden und die vielleicht auch unreflektiert übernommen werden oder zu Kulturausprägungen führen, etc. Das kann man, denke ich, manchmal sehr schlecht steuern. Ich glaube, auch da spielt die Zivilgesellschaft eine große Rolle, das dann auch wieder in Kontext zu setzen und dem etwas entgegenzuhalten. Aber das wird einfach passieren. Also wenn der Zugang zu Informationen da ist und sich ein Bild vom Rest der Welt zu machen, dann wird das einfach passieren. Und das wird auch zu Subkulturen führen und das wird auch zu gewissen Ausprägungen führen, die wir vielleicht nicht so ideal finden. Und deswegen einfach nochmal den Punkt auch Medienbildung. Also das kann man gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist. Und das ist nicht nur, wie ich Technologie benutze, wie die vielleicht funktioniert und mein Datenschutz, sondern das ist auch die Einordnung von Informationen, die in Kontext setzen, auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen, wie will ich das nutzen, was sagt mir das über die Welt, was will ich mir da rausnehmen, also das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen. Herr Richter und ich, wir haben gerade festgestellt, wir haben früher mal gemeinsam für die jungen Presse, also wir kommen beide so ganz, ganz von früher aus dem Medienbereich. Das prägt es vielleicht auch ein Stück weit mit, aber die Arbeit, die da gemacht wird, ist schon enorm wichtig und ich denke, wird auch in diesen Ländern enorm wichtig werden, eben genau vor dem Hintergrund. So, jetzt aber auch noch was Positives zu der ganzen Geschichte. Also digitale Technologien kann natürlich auch dazu beitragen, Traditionen und kulturelles Erbe zu erhalten. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, oder wenn wir den Blick mal nach Syrien wenden, da gibt es auch sehr viele multimediale Projekte, die dann einfach auch versuchen, Bilder, Geschichten, Erinnerungen von den Städten, die da jetzt auf eine sehr umfassende Art und Weise zerstört werden, zu erhalten und diese auch für die Nachwelt zu erhalten und ein digitales Gedächtnis da zu bilden. Und das hat schon eine ungeheure Kraft und auch das ist sehr wichtig. Und auch das wird dann so in diesem Schatz der Internetkultur, die wir eben haben, erhalten bleiben und das bereichern. Also da, wie gesagt, auch wieder die beiden Enden. Ich glaube, es muss nicht ein Antagonismus nur sein. Ich glaube, das ist durchaus auch vereinbar. Vielen Dank. Damit wir noch genügend Zeit haben, zumindest einige Fragen von Ihnen zu thematisieren. Wir haben schon ein bisschen überzogen, habe ich gerade gesehen, aber wir wollten die Diskussion dann auch nicht direkt abbrechen. Würde ich an der Stelle mit unseren Fragen mal den Schlusspunkt setzen und zu Ihren Fragen kommen. Wir haben gesehen, es ergeben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte im Hinblick des digitalen Wandels für die Entwicklungszusammenarbeit. Wir hätten noch zahlreiche Fragen. Sie haben sicherlich auch zahlreiche Fragen. Damit wir möglichst viele Fragen stellen können, würde ich vorschlagen, dass wir die Fragen sammeln. Halten Sie sich bitte kurz, damit die Paraphrasierung für uns nicht zur intellektuellen Herausforderung wird. Von daher, Sie sind herzlich eingeladen. Melden Sie sich bitte, stellen Sie sich kurz vor und sagen Sie bestenfalls noch, an wen Sie Ihre Frage adressieren. Würde ich zuerst mal unsere Gäste dran nehmen. Einmal Sie bitte, dann Susanne und der Herr in der Mitte. I want to thank very much the Innovative Factory here and all the experience in the panel. I come from Cameroon. I'm happy to see the example that you show to all of us. I work in health. But in our country, in health, we want to offer an integrated solution but smartphone with main functions like information, education, with community health worker. But the problem that we want that you give your experience is we say how IT project can be used. You talk about it, but I want how IT project can be interest the community. Because to be used is someone, but to interest the community, like the farmer, that is their priority, is not easy. And how can be interest the government, because it's good to the government to see it like a good project that something can change solution in the community, because in the staff of health center, provider are not much. The IT solution can support the sensibilization in the community by the staff of health personnel.
Then we want that you give your experience, because sometimes we talk in the country, the question that is come sometimes that excuse. I think excuse. But sometimes the question that is come is that, what is the good example? What is the good example in other country with a good result? It's not easy to answer, because gifted money is come, is begin, but to talk about other country like Africa who have a good example, that have a good result, we don't have. And we have that when I come back in my country, I make a good advocacy to the government and the Minister of Public Health. I want you to help me for some experience. Thank you. Vielen Dank. Wir hatten Simone noch. Susanne, Entschuldigung. Ja, Susanne Neuwert, mein Name, SLE. Ich habe zwei Anmerkungen oder Fragen, mehr so grundsätzlicher Art. Also ich finde, es wurde hier jetzt diskutiert, immer sehr mit so einem analytischen Blick. Und der systemische Blick, der geht mir irgendwie da verloren. Also so eine Art, also Digitalisierung führt ja zu so einer Art Perfektionierung von zum Beispiel Produktionsabläufen. Natur ist aber nicht perfekt, und da ist es auch sehr, sehr wichtig, Fehlerfreundlichkeit zu bewahren, um Plan B-Strategien zu entwickeln oder auch um zum Beispiel Biodiversität zu erhalten. Das heißt, wenn ich eine, ich kann das jetzt beziehen auf die landwirtschaftliche Produktion, wenn ich einen perfekten Landbau habe, der keinerlei Schädlinge mehr produziert, der keinerlei Ertragsverluste mehr beinhaltet. Durch diese perfekte Form der Landwirtschaft wird Biodiversität und auch genetische Diversität verdrängt und werden ganz viele Organismen verschwinden. Und das ist ja schon ganz stark im Prozess. Und deshalb finde ich diesen übertriebenen positiven Blick, den teile ich nicht. Ich finde, da gibt es ganz viele Risiken, die mitgedacht werden müssen und die auch mitgedacht werden können, auch digital. Aber dann müsste man diese Nachhaltigkeitsaspekte und diese Biodiversitätsaspekte und diese Fehlerfreundlichkeit und Plan B Notwendigkeiten, zum Beispiel wenn der Zugang ausfällt, die müsste man mit in das System, in dieses Digitale integrieren. Und dann wäre ich zufrieden. Ja? Ich finde diese andere Sicht, finde ich super, hyper optimistisch und gefährlich. Dann der zweite Punkt. Das richtet sich auch auf die Gefährlichkeit. Tut mir leid. Das ist die Vernichtung von Arbeitsplätzen im Vorfeld von Beschäftigung. Also jetzt, wenn wir den afrikanischen Kontinent sehen, dass eben Industrialisierung gar nicht stattgefunden hat. Wir können das Leapfrogging nennen und die Möglichkeiten betonen, das ist das eine. Das andere ist, dass diese Arbeitsplätze, die durch Industrialisierung im alten Europa da was geschaffen worden sind, dass die ja nicht geschaffen werden durch Kapitalintensität der industriellen Produktionsfertigungsprozesse und durch die Digitalisierung. Das heißt, hier fallen Millionen von Arbeitsplätzen weg, die eben auf der anderen Seite irgendwie durch diese digitalen Möglichkeiten aufgewogen werden müssen. Aber da wurde gar nicht drüber gesprochen. Deshalb war mir auch dieser Blick sehr einseitig. Also da habe ich die Fragen an die beiden Fachleute. Die können sich das aufteilen. Danke. Dankeschön. Für die erste Fragerunde, der Herr in der Mitte hatte noch eine Frage. Mikrofon kommt zu Ihnen. Von mir aus geht's auch so. Reinhard Hell-Neubert ist mein Name. Ist schon bei Ihnen. Ja. Mein Name ist Reinhard Hell-Neubert, bin Auslandsmitarbeiter der GEZ in einem Projekt für die Förderung der Bewässerungslandwirtschaft in Mali. Ich habe eine eher banale Frage an meinen Kollegen, Herrn Richter. Das wurde schon von Ihnen, Frau Günther, kurz erwähnt, die Frage des Elektroschrottes. Ich frage mich manchmal, wenn irgendwann mal das Projekt zu Ende geht und es eine bestimmte Zahl X von Computern und Smartphones sind kaputt, das will natürlich nicht der Partner übernehmen, landet das dann auf dem ganz, ganz großen Abfallhaufen, also irgendwo in der Gegend.
Oder gibt es da von Seiten der GEZ, der Sektorvorhaben, schon Überlegungen dazu? Herzlichen Dank. Jetzt sind verschiedene Punkte gefallen. Ich versuche, die kurz zusammenzufassen, was jetzt doch eine intellektuelle Herausforderung ist. Es wurde die Bedürfnisgerechtigkeit, glaube ich, angesprochen, die Kontextgerechtigkeit. Wie können digitale Technologien sich an den Bedürfnissen orientieren? Der systemische Blick wurde angesprochen im Sinne des Biodiversitätsverlusts und des Arbeitsplatzverlustes. Und schließlich zu allerletzt die Frage nach Elektroschrott. Herr Richter, wir würden gerne mit Ihnen beginnen. Was sagen Sie zu den einzelnen Punkten? Should I do this in English? Yeah. There is simultaneous translation, so you can answer in Deutsch. Thank you. Much appreciated. Ich hatte ja versucht am Anfang zu sagen, dass also erstens IKT kein Hexenwerk ist, sondern meistens ein Unterstützungsprozess für Sektoren, die sowieso schon sozusagen Sachen haben. Und dann kann man dann überlegen, ob es ein Leapfrogging ist oder ob es sozusagen eine Unterstützung ist oder ob, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, im Endeffekt damit auch negative Wirkungen erzielt werden und die überwiegen und im Endeffekt deswegen, dass man auch nicht macht. Also bei allem Hype im Bereich Gesundheit gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass E-Health eine Community Health Worker ersetzt, aber unserer Meinung nach sozusagen sollte sich das an gewissen Standards orientieren und unserer Meinung nach sollte das eine Blended Zusammenarbeit sein. Und das, was ja auch der Kollege von SAP angesprochen hat, dass man einfach sowas nicht ersetzt, sondern Unterstützungsmechanismen sich macht, sich sozusagen nimmt und da aber auch eine Professionalität absichert und da auch das ist ein Wert sozusagen an sich. Und als konkretes Beispiel fällt mir sozusagen dazu nichts ein. Ich weiß nur aus dem Bereich Landwirtschaft gibt es ein Projekt, was auch auf der CeBIT jetzt prämiert worden ist, als ein relativ guter, interessanter Anbieter hier aus Berlin, die, ich glaube, in Tunesien, aber ich muss mal nochmal nachgucken, heißt, glaube ich, ATEX oder ETEX, da geht es darum, Pflanzenschutz mit einer App zu erkennen. Und das ist beispielsweise eine Möglichkeit, auch diese App wird dann von dem Farmer, von der Farmerin oder Farmer vor Ort genutzt, meiner Meinung nach in Tunesien oder irgendwo, sozusagen zumindest in Nordafrika, um dann daraus abzuleiten und zu sagen, ja, mein Getreide davor oder meine Anbauten haben diese und diese Schädlichkeit, die erkenne ich damit und dann muss natürlich vor Ort gehandelt werden. Und genauso würde ich das auch, das wäre ein Beispiel, was man sich mal angucken könnte, um vielleicht zu sagen, sowas kann man machen mit einer Unterstützungsleistung, die ja nichts anderes ist als das, was es sowieso schon gibt, in Büchern im Endeffekt einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen und dafür IKT zu nutzen. Das ist jetzt kein, auch das ist kein Hexenwerk, das ist relativ einfach zu machen und da, das ist nur eine App. Der Prozess an sich heißt aber, dass da Informationen zur Verfügung gestellt werden, die dann genutzt werden von der Zielgruppe, die man sonst nicht erreicht. Ansonsten müsste man dorthin fahren, Trainings machen, Trainers und ein volles GEZ-Vorhaben sozusagen draus machen. Und das kann man sich wirklich sozusagen überlegen, ob da die Wirkungen dann besser sind, wenn man die Informationen zur Verfügung stellt und dann vor Ort mit Communities einfach das macht. Also ich bin ein großer Fan, das ein bisschen sich anzuschauen, was dann wirklich geht. Und dann gibt es sozusagen die Nerds, die sagen, ja, das wird alles sowieso nicht notwendig sein, weil das macht dann das Smartphone von alleine. Das sind so Sachen, da gibt's, da kann man dran glauben oder nicht, aber das ist kein Gestaltungsspielraum mehr. Das ist eine Frage, wie man das gestaltet. Und sicherlich gibt es da auch Gesundheitskonzerne, die in diese Lücke rein wollen. Und es gibt in ein paar Ländern sicherlich auch so eine Beispiele, ob das ist, was eine wertorientierte und wertbasierte Entwicklungszusammenarbeit unterstützen sollte oder will. Das würde ich gerne dem BMZ dann überlassen oder beziehungsweise auch der politischen Diskussion. Soll ich ganz kurz zu den anderen zwei Fragen auch noch? Oder? Ja, gerne. Möglichst kurz, halten, genau. Damit das war, vielleicht noch andere Fragen also aufbringen können. Ein systemischer Blick, dafür sind wir ja beim SLE jetzt hier auch. Und insofern bräuchte das sozusagen genau die Einbeziehung vom SLE in diese Diskussion. Und wo die Möglichkeit zu sagen, okay, wir möchten ganz gerne in dem Bereich auch grundsätzlich arbeiten, uns einbringen und einfach gucken, wie kann dieser systemische Blick dargestellt werden. Fehlerfreundlichkeit, das ist ein Problem, das habe ich ja schon angesprochen, das ist eigentlich eine digitale Chance, zu sagen, ja, wir wollen Try and Error machen und wir machen das auch wirklich. Und wir schreiben das nicht in irgendwelchen Fortschrittsberichten mal schön, sondern man kann ja relativ einfach, wenn man gute
Indikatoren hat, die klar darstellen und sagen, das ist jetzt aber nicht positiv ausgegangen. Diese Fehlerkultur braucht aber die Entwicklungszusammenarbeit an sich. Ich würde das eher als eine Chance sehen bei der Digitalisierung. Sehen Sie es mir nach, dass ich zumindest aus meinen 9 Jahren Entwicklungszusammenarbeit nicht das Gefühl habe, dass die Fehlerkultur so hoch gehängt ist bisher in der Entwicklungszusammenarbeit. Nee, aber ich wollte als Tool darauf angehen. Biodiversity, den ganzen Themenbereich habe ich sehr gut verstanden. Die Antwort, die ich Ihnen darauf geben kann, man kann das auch andersrum sehen. Sie haben recht, ein guter Punkt. Aber es gibt auch die MRV-Systeme, die im Endeffekt dafür sorgen, dass Biodiversität dann sichergestellt wird. Und die sind auch IKT-basiert. Also es ist so ein Yin-Yang, genau diesen Austauschprozess sozusagen braucht man ja. Wo man einfach sagt, okay, wir gehen bis zu dem Zeitpunkt und dann brauchen wir aber auch das. Und eine überperfektionierende Landwirtschaft, damit sie sozusagen in der Lage sind, eine Welt ohne Hunger, wird wahrscheinlich gestern Herr Oswald dargestellt haben, das umzusetzen. Das stellt die Entwicklungsarbeit und die Länder vor eine Existenzprobe. Aber ja, diese Existenzprobe gibt es ja. Und die Frage ist, bis wohin geht man und bis wohin sozusagen berät man? Und was wollen die Partner? Das ist ein Aushandlungsprozess und da brauchst du nicht nur positive Stimmen. Völlig richtig. Aber es gibt auch positive Sachen und insofern darf man, so ist ja die Diskussion, ich würde es ein bisschen umdeuten, es ist nicht Utopie und Realität, sondern was sozusagen, was geht und was sozusagen ist moralisch vertretbar und wie wollen wir es uns auch da positionieren in dem, was der digitale Wandel momentan schon mit uns bringt. Also Utopie ist das meiner Meinung nach nicht, sondern Gestaltung ist da sehr, sehr angesagt. Also deswegen nur die Bitte. So. Letzter Punkt ist Projekt von der GZ zum Thema E-Schrott. Es gibt 2 Kollegen in Eschborn, die Ihnen diese Frage beantworten können. Und ich glaube, das ist das Wichtige an dem Thema, dass man aufhört, das in einer Person oder in einer Institution zu machen, sondern wirklich, das wäre eine Schwarmintelligenz, wirklich als Schwarm sowas zu beantworten. Und die GZ hat mittlerweile auch eine Online-Community dazu gebildet, wo Sie diese Frage ganz einfach auch fragen können und wo IKT-affine Kollegen, die ihn auch beantworten. Diese Community funktioniert, die hat auch gerade 230 Innovationsprojekte produziert, die im Endeffekt eingereicht worden sind. Und da würde ich nur darauf, das einfach mal anders zu machen und zu sagen, wir müssen uns auf andere Austauschformate auch einlassen, weil es gibt nicht mehr den Ansprechpartner, der jetzt für alle Projekte sozusagen kennt, aber es muss, weil es so komplex ist, muss es eine Community geben, wo sich Leute einbringen und wo Leute sozusagen Informationen rausnehmen. Und das ist ja das Tolle. Genau das kann IKT sozusagen leisten, auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wo die kritische Stimme sozusagen und die praktische Projektumsetzung zusammenkommen und man dann einfach sagt, das sind die Tools, die so und so durchgefunden haben. Und so würden wir uns zumindest die Zukunft in dem Bereich auch stattfinden und nicht, dass einer auf dem Podium sagt, so läuft's. So. Das ist bei dem sozusagen Themenbereich einfach auch gar nicht mehr möglich. Und dann werden die Panels auch relativ langweilig. Vielen Dank. Mit Ausnahme der dritten Frage haben die ersten beiden sich ja nicht unmittelbar auf Herrn Richter bezogen. Von daher, Frau Fritsche, würde mich auch Ihre Meinung dazu interessieren. Ja, sehr gerne. Also unglaublich breit. Also auch danke auch an Sie. Sie haben ja ein paar Themen aufgeworfen, da kamen wir noch gar nicht dazu, die zu diskutieren, obwohl die unglaublich wichtig sind. Also Stichwort Arbeit. Ich fange trotzdem mal bei der Frage von der Kollegin aus Kamerun an, weil ich die auch sehr interessant fand und weil ich sehe da auch Bezüge zu Ihrer Frage, was machen wir denn da mit dem ganzen Schrott? Also ich glaube, viele der Projekte, die da aufgezogen werden oder viele gute Intentionen, die es da auch gibt, werden nicht nachhaltig sein, also weder ökologisch noch sozial nachhaltig, wenn sie nicht an der Nützlichkeit orientiert sind. Und Sie haben ja gefragt, wie können wir Communities überhaupt dafür interessieren? Das ist natürlich eine schwere Frage. Man kommt damit mit einer neuen Idee, mit einer neuen Technologie. Da ist natürlich erstmal Widerstand. Da kann man leicht sagen, Mensch, bis jetzt hat es ja auch ohne funktioniert. Da braucht man vielleicht auch immer ein paar Personen, die sich da erstmal einen ersten Schritt vorwagen und auch sagen, ich gehe das Risiko ein, ich nutze das jetzt mal und dann erzähle ich euch allen, wie es denn damit gewesen ist und es mir gebracht hat. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, solche Leute zu finden. Ich glaube, da gibt's schon auch viele, die das machen oder auch wagen würden. Und man darf die Kraft von diesen lokalen Best Practices nicht unterscheiden. Also wir haben das jetzt auch in einem anderen Kontext festgestellt. Da ging es um das Thema Energieeffizienz in Unternehmen und wie das durch die Digitalisierung befördert werden kann. Ganz anderer Bereich, aber auch da haben wir immer wieder gehört, wir brauchen eigentlich Local Best Practices. Also etwas, was aus Südafrika kommt, was aus Indonesien kommt, was aus Kenia kommt. Weil wenn das in Deutschland angewendet worden ist oder in den USA, ihr habt ja ganz andere Rahmenbedingungen, das funktioniert bei uns wieder
sowieso anders. Und das ist auch berechtigt, dass das dann gesagt wird. Also man kann sich vielleicht eine Inspiration holen, aber letzten Endes, wie es dann umgesetzt wird, wie es auch wirklich funktioniert, das muss in den Ländern vor Ort passieren. Und das ist auch extrem wichtig, dass nicht technologische Entwicklungen, sag ich mal, übergestülpt werden oder eins zu eins angewandt werden. Das funktioniert eh nicht. Sondern auch, dass dieses Innovationspotenzial, was ja aus den spezifischen Kontexten da auch herauskommt, dann auch genutzt wird, um neue Technologien und neue Ansätze zu entwickeln und die gesamte Bandbreite von IKT da auch ausnutzen zu können. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen einfach viel Mut und viel Erfolg und dass Sie da auch viele Personen treffen, die das mit Ihnen mitmachen. Und dass Sie dann natürlich auch die Chance haben, das hat man ganz am Anfang mal gehabt, das auch im System weiter hochzureichen. Weil ein Beispiel vor Ort reicht vielleicht nicht, um auch in der Fläche einen größeren Impact. Da müssen dann auch lokale Regierungsvertreter überzeugt werden, die Gesundheitszentren überzeugt werden. Das ist ein langer Weg, aber gehen Sie dem mutig voran und ich denke, wenn Sie das orientieren an den Bedarfen, dann wird das auch ein sehr fruchtbarer Weg sein. Da waren wir jetzt gerade wieder ein bisschen bei dem Hoffnungsvollen, jetzt komme ich nochmal zu dem ganzen Thema Arbeit. Ja, also da hat natürlich keiner die Glaskugel und kann jetzt sagen, wie sich das entwickeln wird. Aber es gibt schon sehr, sehr viele Stimmen, die auch sagen, das wird für die Länder des globalen Südens enorme Auswirkungen haben. Es gibt ja eine gewisse Hoffnung auch in industrialisierten Ländern, dass dann Arbeitsplätze wieder zurückverlegt werden können in die industrialisierten Ländern. Die werden dann in sich entwickelnden Ländern, Schwellenländern abgezogen. Was passiert dann mit diesen Menschen? Personen, die dem gegenüber positiver eingestellt sind, sagen, naja Mensch, es gibt doch da so viele Möglichkeiten, so viele neue Businessmodelle, in die man sich reinentwickeln kann, die werden dann auch genutzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass beides passiert, vielleicht auch gleichzeitig. Was man da immer nicht vergessen darf, ist, dass da aber nicht so eine 1:1 Umrechnung ist. Also jemand, der vielleicht in einem Textilunternehmen seine Arbeit verliert, wird dann nicht morgen gleich zum digitalen Startup-Unternehmer, sondern da wird's Lücken geben und die werden entlang von gewissen jetzt schon bestehenden Grenzen verlaufen, sei es irgendwie Geschlecht oder sei es Alter oder sei es regional oder sei es Bildung etc. Und das ist eine ganz, ganz komplexe, ganz schwierige Frage. Aus meiner Sicht auch noch nicht genug erforscht. Wie entwickelt sich da die internationale Arbeitsteilung? Welche neuen Entwicklungsparadigmen kommen vielleicht auf? Wie verstehen wir auch Entwicklung? Das ist ja auch ein sehr normativer Begriff. Das ist ein Thema, wo wir uns am Institut auch in Zukunft mehr dazu beschäftigen wollen, weil es eben so eine spannende Frage ist. Im Moment können wir da, glaube ich, nur mutmaßen, aber ich denke, es ist bei vielen auch schon auf der Agenda, dass das ein Thema sein wird, und zwar in allen Teilen der Welt. Ja. Ja. Ganz konkretes Beispiel. Meine Kollegin geht wird am Freitag in Nordirak fahren und sich dort sozusagen anschauen, wie die Digitalindustrie, die Digitalwirtschaft mit Startups im Endeffekt zur Wirtschaftsentwicklung beitragen kann. Super tolle Idee, da geht es genau darum, aber dann ILO-Standards, die es zu dem Themenbereich schon lange gibt und von der IG Metall, die hat sie auch mit dabei. Und sich einfach anzuschauen, ist das jetzt eine gute Idee sozusagen, wie kann man die im Endeffekt umsetzen? Und da sind wir sozusagen, das nennt sich dann das Themenbereich sozusagen Outsourcing, und wie kann man das so darstellen, dass nicht, wo heißt das dann im Englischen, Digital Sweatshops rauskommen. Da gibt es aber eine relativ breite englische Literatur oder englischsprachige Literatur und kaum Anwendungsbeispiele. Und deswegen sage ich, das kommt, die Frage, die Sie stellen, kommt gar nicht zu spät, sondern die kommt im Endeffekt genau zum richtigen Zeitpunkt, und die ist auch beim BMZ auf der Agenda. Die Frage ist jetzt, machen wir Industrialisierung 4.0 nur, weil es Arbeitsplätze sozusagen bringt, oder wollen wir auch gute Arbeit haben? Genau, und da brauchst du aber einen politischen sozusagen Diskurs, der dann von auch Playern aus der Zivilgesellschaft oder aus der Forschung dann angeführt wird und gesagt wird, nee, uns geht es darum, Standards, die schon längst vereinbart worden sind, zur digitalen Arbeit darzustellen, dass es eben nicht Digital Sweatshops sozusagen gibt, wo wir dann im Endeffekt ganz mobil und super innovativ in fragiler Staatlichkeit IT-Projekte unterstützen, sondern da geht es um so eine gute Arbeit. Und das wäre das sicherlich, was wertorientierte Entwicklungszusammenarbeit darstellt. Also
Es ist aber nichts, was bisher da in dem Bereich umgesetzt worden ist. Deswegen brauchen wir jetzt einfach auch Umsetzungserfahrung, um die Frage, die Sie gestellt haben, einfach richtig gut zu beantworten. Nicht so, naja, das kann oder das kann nicht. Das wollte ich nur sonst noch hin. Sie haben ja recht, wir haben ja Umsetzungserfahrung in dem Bereich, aber nicht, dass wir Ihnen das mit Evidenz nachweisen können, ob Sie jetzt recht haben oder jemand anders sozusagen recht hat, ob es eine Chance oder ein Risiko ist. Wahrscheinlich wird es beides sein, aber das reicht ja nicht als Antwort, um das zu operationalisieren. Ja, dann vielleicht noch eine allerletzte brennende, wichtige Frage. Sehr gern hier vorn. Hello, my name is Steven Onye from Kenya, and my background is biomedical informatics, so working in the e-health sector. My question is around one of the biggest challenges in Africa, Kenya and many other countries, is interoperability of systems. And I think we've been speaking about this for most of the morning. I think all the panelists agree that one of the solutions to interoperability is standards. But I think when you really unpack standards and think more clearly about standards, it really comes down to total sum of cultures, language, behaviors and practices, best practices people are talking about. Now, I think the mechanism towards which all these things make them their way to international standards, like for example, when you think about e-health, then you think about standards like ICD-10 and SNOMED. Now, the process through which those standards are developed doesn't really, in my opinion, accommodate or at least get benefit from all these local behaviors, cultures, languages, and all that. And so when it comes to use of systems that are not interoperable, then that becomes one of the core barriers in terms of usability of systems. So my question is, from sort of like European German perspective, what efforts are being made to actually make sure that there's a lot more practical, real involvement of surfacing all these best practices that actually make their way into informing standards to reduce the problem of interoperability? Thank you. Thank you. Ja, wer von Ihnen beiden fühlt sich berufen, diese Frage kurz und knackig zu beantworten? Frau Fritsche, bitte. Ob ich sie beantworten kann, weiß ich nicht, aber ich finde, solche Diskussionen sind ja auch immer für einen als Panelisten oder als eingeladener Experte eine schöne Möglichkeit, was dazu zu lernen. Also allein aus Ihrer Frage habe ich gerade unglaublich viel gelernt, also vielen Dank dafür. Ob ich Sie jetzt allerdings beraten, ob ich Sie jetzt beantworten kann, im Hinblick auf die Efforts, die ja schon gemacht werden, das weiß ich nicht. Dafür ist es einfach nicht meine Spielwiese der Expertise. Ich sehe allerdings durchaus, und da kann der Kollege von der GEZ vielleicht auch noch ergänzen, immer mehr so eine Tendenz, sei es jetzt in der Politik oder auch bei uns in der Forschung, dass man sagt, wir müssen eigentlich für diese komplexen Herausforderungen, die wir in der Welt haben, sei es jetzt die Digitalisierung oder sei es der Klimawandel oder die Energiewende oder was auch immer, transdisziplinär arbeiten. Das heißt, nicht nur innerhalb verschiedener Disziplinen, dass man jetzt sagt, irgendwie man bringt die Mediziner zusammen mit den IT-Leuten, zusammen mit den Politikwissenschaftlern und noch ein paar Soziologen, sondern wir müssen eigentlich gucken, dass wir über diese Grenzen hinweg ganz unterschiedliche Stakeholder einbeziehen und zwar auch schon in die Formulierung der Fragen und auch der Prozesse. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was Sie ansprechen, genau so ein Feld ist, wo das immens wichtig wäre. Herr Richter hat es ja vorhin schon angesprochen, dass es auch wichtig ist, neue Stakeholder eben mit an den Tisch zu holen. Da sehe ich, das wäre enorm wichtig. Und mein Eindruck, also jetzt wirklich ein ganz persönlicher, relativ uninformierter Eindruck, ist allerdings auch, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, in ihren Ländern, in ihrer Region, auch sehr gut darin sind, sich zu vernetzen und auch das mit auf die Agenda zu setzen. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das weiterhin aktiv betrieben wird. Genau, ganz kurz. Ich verstehe, was Sie gesagt haben. Ich glaube, das versteht aber 80% der anderen Kollegen im Raum nicht. Und genau so eine Transferleistung sind total wichtig. Also es ist halt, das gibt, was Sie gerade angesprochen haben und dass es möglich ist, das im Endeffekt relativ einfach zu übersetzen in Nicht-IT-Sprech. Und so eine Transferleistung müssen dargestellt werden. So, auf Ihre Antwort, es gibt eine relativ
Es gibt eine gute Darstellung von Openness-Projekten und auch von verschiedenen Openness, also, ne, aber es gibt sie sozusagen, die GZ hat auch da über Invent schon Projekte sozusagen zugemacht, die sind relativ gut dokumentiert. Die Frage, die Sie sozusagen stellen, aber ist aber eine sehr essentielle Frage, die, und das würde ich ganz gerne einen Punkt machen, also da können Sie reinschauen, da kann ich Ihnen auch gerne sozusagen was geben und einen Kontakt und ein Netzwerk geben, der das beantwortet mit den Fosses-Leuten. Die Frage, die Sie sozusagen stellen, ist aber für dieses Land auch wichtig. Und deswegen würde ich ganz zum Schluss einfach nochmal sagen, das hat nicht nur was mit Entwicklungspolitik hier zu tun und nicht nur, weil wir internationale Entwicklung mit in unserem Namen sozusagen tragen als GZ. Das ganze Ding hat, diese Frage, die Sie stellen, hat wahnsinnige Auswirkungen auch für Deutschland. Und diese Möglichkeit muss man sich einfach immer wieder ermöglichen. Also wenn Sie sowas nochmal sozusagen machen, wirklich vom globalen Süden zu lernen und so eine Idee sozusagen auch auf die Bühne zu kommen und zu sagen, was hat denn das mit Deutschland zu tun? Also da geht es darum, wie diversifiziert ist Softwarezugang und wie monopolisiert ist das und wie können sozusagen die verschiedenen Systeme miteinander interagieren und macht man da Daten sozusagen Monopol-Sachen oder nicht? Das hat super viel mit der internationalen Zusammenarbeit und der Aufstellung von Deutschland in dem Bereich auch zu tun, kann man sehr viel lernen und ich würde einfach nur da ein bisschen devot an diese Diskussion rangehen und sagen, da hat auch Deutschland ganz, ganz viel zu lernen und das ist genau dieses Thema. Wir haben unglaublich, es ist ein Austauschprozess, wo keiner mehr jetzt irgendwie die Silver Bullet hat, das hat Herr Pittelko gesagt, das wird Ihnen auch jeder andere sozusagen in dem Bereich sagen und gleichzeitig gibt es wahnsinnig große Probleme und da in einen neuen Modus zu kommen, gerne agiles Projektmanagement, was Sie angesprochen haben, oder Design Thinking, klar, das sind die verschiedenen Methoden, aber das richtig zu machen, das muss gewollt werden. Und da würde ich einfach nur für plädieren, da braucht es auch eine neue Generation sozusagen, die dann auch sagt, ja, das wollen wir machen und das ist schon ein Generationenproblem dann auch. Es gibt nicht immer sozusagen die Leute, die momentan dann an Machtpositionen sind und da rede ich gar nicht über Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch in politischen Entscheidungen, die das sozusagen dann zulassen. Nur, that's the story of our life now. Also zurückdrehen kann man es meiner Meinung nach nicht, aber die Frage ist auch eine Frage hier. Und da einen Austausch zu machen, da sind die Möglichkeiten von IKT absolut da, aber wenn die Frage so beantwortet wird, wie er sie momentan formuliert hat, dann hat das massiv hier auch Auswirkungen auf Datenschutz, auf Wirkungen und auf Auswirkungen, weil Deutschland ist auch keine Insel und auch die EU ist keine Insel und das wird sozusagen, wir gestalten da auch unsere eigene Zukunft sozusagen mit der Diskussion, die Sie Entwicklungspolitik genannt haben. Ich würde da echt sagen, das ist eine internationale Zusammenarbeit, wo wir alle voneinander lernen können, wo es aber darum geht, einfach mit Trial and Error Sachen mal auszuprobieren und dann kann man die Frage nämlich von der Progger, also von der Nerd-Seite beantworten und die würden Ihnen hier die rote Flagge zeigen und das muss aber der Politik mal signalisiert werden und gesagt werden, hier gibt es ein fettes Problem, das muss politisch angegangen werden. Da steht auch nicht in der digitalen sozusagen ein Agenda drin, weil das nicht transferierbar ist. Ja, weil, also, lange Rede, kurzer Sinn, super interessantes Thema, machen Sie eine eigene Veranstaltung dazu. Ich weiß nicht, wie kulant die Heinrich-Böll-Stiftung heute mit der Zeit ist, weil wir sind jetzt wirklich schon kurz vor knapp. Da geht es um Intersystem-Connectivity. Da geht es im Endeffekt darum, können verschiedene Systeme, die von verschiedenen Anbietern sind, miteinander reden oder nicht? Und da ist die eine Antwort Open Source. Das wäre sozusagen die Antwort von den Nerds. Das ist auch das, was sie, oder von den Leuten, die programmieren. Das ist auch völlig richtig. Anbieter, und das so funktioniert die GZ auch in vielen, vielen Modellen. Das ist eine sehr klare, alle technischen Sachen werden im Internet zur Verfügung gestellt und das Internet sozusagen arbeitet dran und man hat ein gemeinsames, das ist auch eine Wirtschaft, das ist nicht nur nett, sondern das ist auch eine Wirtschaftsleistung. Da arbeiten auch viele Startup-Unternehmen in Berlin und in Deutschland dazu. Oder man sagt, es gibt einfach verschränkte Monopole und dann kann man sich sozusagen dann auch mit SAP oder anderen beschäftigen, die natürlich ihre Systeme verkaufen wollen und das nicht Open Source machen müssen. Und die Interconnectivity, das ist das, was er angesprochen hat, dieser verschiedenen Systeme zueinander, die muss entweder hergestellt werden oder nicht. Und dann kommen wir zu Google sozusagen zurück und Indien. Und, so. Und das war das Problem. Ehe wir jetzt nach Indien gehen, ich kann ja leider auch... Ich versuche mich auch in solchen Transferleistungen. Ja, also. Sie können das nachher auch gerne noch bilateral klären, aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und deshalb müssen wir jetzt zum Ende kommen. Und abschließend möchten wir natürlich unseren Referenten noch die Chance auf ein Abschlussstatement geben und zwar im Idealfall mit Blick in die Zukunft. Und dazu wird sich jetzt mein Kollege Manuel einstimmen.
mit einem Zitat aus dem sehr aktuellen Buch Homo Deus, eine Geschichte von morgen, des israelischen Historikers Yuval Noah Harari. Bitte schön. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal mit dem Internet in Berührung kam. Das war 1993 auf der Highschool. Ich besuchte mit ein paar Kumpels einen Freund namens Aido. Wir wollten Tischtennis spielen. Aido war damals bereits ein großer Computerfan und bevor er die Tischtennisplatte auseinanderklappte, wollte er uns unbedingt das neueste Wunder vorführen. Er schloss das Telefonkabel an seinen Computer an und drückte ein paar Tasten. Eine Minute lang hörten wir nichts als Piepsen, Fiepen und Summen. Dann war es still. Es hatte nicht funktioniert. Wir brummelten und murrten ein wenig, aber Aido versuchte es noch einmal und noch einmal und noch einmal. Endlich stieß er einen Schrei aus und verkündete, er habe es geschafft, seinen Computer mit dem Zentralrechner der nahegelegenen Universität zu verbinden. Und, was ist da auf diesem Zentralrechner, fragten wir. Naja, meinte er, da ist noch nichts, aber man könnte alle möglichen Dinge dort ablegen. Was für Dinge, wollten wir wissen. Ich weiß es nicht, erwiderte er, alle möglichen Dinge halt. Besonders vielversprechend klang das nicht. Wir gingen Tischtennis spielen und hatten in den folgenden Wochen einen neuen Zeitvertreib gefunden, nämlich uns über Aidos lächerliche Idee lustig zu machen. Das war vor nicht einmal 25 Jahren. Wer weiß, was in 25 Jahren sein wird. Ja, vielen Dank. Ich glaube, hier wird noch einmal deutlich, wie unvorhersehbar Entwicklung im Allgemeinen ist und jetzt mit der digitalen Revolution vielleicht erst recht. Jetzt möchte ich Sie beide bitten, sich vorzustellen. Sie blicken im Jahr 2050, also auch 20 Jahre nach der Zielmarke der Agenda 2030, auf die wir heute leider nicht so konkret zu sprechen kamen, in die vergangenen Jahre digitaler Entwicklung zurück. Frau Fritsche, wie sieht es in gut 25 Jahren mit der Digitalisierung im ländlichen Raum aus? Ja, also da gibt es multiple Zukünfte. Nehmen Sie eine und ich glaube, wenn wir das gut gemacht haben mit der Digitalisierung und jetzt nicht nur irgendwelche Utopien und eine Perfektion, die wir vielleicht nicht gar nicht mal so genau definieren können und über die wir uns auch nicht einig sind, dann wird es in 25 Jahren hoffentlich immer noch einen ländlichen Raum geben, der auch nicht nur von großen Agrarkonzernen geprägt ist, sondern auch durchaus noch kleinere Lebensformen ermöglicht, aber mit Menschen, die sich verbunden mit der Welt fühlen und ihre Potenziale, ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen können, um für sich ein gutes Leben zu führen. Das wäre zumindest ein Stück weit meine Vision. Offenheit für verschiedene Lebensmodelle, egal ob jetzt urban oder ländlich, und IKT als ein Enabler dafür. Dankeschön. Jetzt ist ja Herr Pittelkow nicht mehr bei uns, aber soweit ich informiert bin, ist es uns trotzdem gelungen, ein letztes Statement von ihm zu hören. Wird das jetzt eingespielt? Ja? Also auch ihm wurde die Frage gestellt, wie sieht es in gut 25 Jahren aus mit der Digitalisierung im ländlichen Raum? Es funktioniert besser, wenn man in Deutschland Sachen aufnimmt. Wie sieht es in 25 Jahren mit der Digitalisierung im ländlichen Raum aus? Das ist eigentlich eine Frage, die überhaupt nicht zu beantworten ist, weil ich nicht mal weiß, wie es in 5 Jahren mit der Digitalisierung im ländlichen Raum aussieht. Also beschreibe ich, was ich mir wünsche. Nicht das, was ich glaube, was passiert, sondern was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Bildungsstand Zugang zum Internet oder was immer das Internet zu dem Zeitpunkt ersetzt haben wird, haben. Und zwar nicht nur, um miteinander zu kommunizieren, sondern um die persönlichen, die eigenen Lebensbedingungen zu verbessern. Konkret bedeutet das, ich stelle mir vor, dass in 25 Jahren ein gleicher Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen über solche digitalen Methoden und Werkzeuge gesichert wird. Ich stelle mir vor, dass offener Handel, offene Geschäftsbeziehungen über digitale Instrumente zum Nutzen des Individuums, des einzelnen Menschen, aber auch im ländlichen Raum stattfinden. Ich wünsche mir aber auch, dass Informationen ausgetauscht werden und man damit die Gefahr und die Angst vor dem Dritten, vor dem Anderen und vor dem Fremdartigen verliert. Eine offene Gesellschaft, ich glaube, das ist, was ich mir wünsche. So, damit bleibt noch ein Statement. Herr Richter, was sagen Sie?
Ich mache es Ihnen auch ganz leicht, weil da hinten wird schon gesagt, dass es schnell vorbei sein muss. Ich glaube, die Frage müssen Sie beantworten, die im Raum sind, oder wir alle gemeinsam. Und ich glaube auch nicht, dass ich vorhersehen kann, wie es in 5 Jahren aussieht. Insofern versuche ich mich gar nicht an den 5 Jahren. Es geht um Mitmachen, eine Mitmachgesellschaft, und dass man das nutzt und nicht nur bejammert, dass man in 5 Jahren, dass man es nicht genutzt hat. Und ich glaube, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ansonsten haben wir ja die Kollegen von Better Place gebeten, mal zu gucken, wie das in 2030 aussieht. Die sind dafür mal ein halbes Jahr unterwegs gewesen, haben verschiedene Artikel sozusagen zusammengestellt. Wie kann das in 2030 ausschauen? Das sind die Szenarien, die Sie in dem Trendradar finden und die Sie auch online sozusagen finden. Da sind die Sachen nochmal wesentlich besser aufbereitet mit Beispielen. Schauen Sie sich das an, weil das sind, hier geht es um Expertise, und die haben sozusagen die Expertise. Wir können das dann im Endeffekt übersetzen in Politik, handeln, zumindest fürs BMZ aufbereiten oder in Projekten, die die GEZ sozusagen dann umsetzt. Aber das funktioniert nicht, wenn wir keine Leute haben, die das sozusagen machen und die das auch nicht machen wollen. Ja. Herzlichen Dank, Dankeschön. Herr Richter. Auch der Blick in die Zukunft hat gezeigt, dass Digitalisierung sich sicherlich fortsetzen wird. Ob sie dann am Ende scheitern oder gelingen wird, das ist sicherlich keine technische Frage, sondern in erster Linie eine politische. In diesem Sinne herzlichen Dank an unsere Podiumsgäste für die lebhafte Diskussion. Wenn bei Ihnen mehr Fragen am Ende offen sind als beantwortet sind, ich denke, dann haben wir viel erreicht. Bleiben Sie dem Thema treu, bleiben Sie dem Thema kritisch und seien Sie einfach mit dabei, den Prozess zu gestalten. Der Dank gilt nicht nur den Podiumsgästen, sondern auch Ihnen für die aktive Teilnahme und insbesondere auch der Heinrich-Böll-Stiftung für die logistische Unterstützung und auch dem SLE, ich glaube, da spreche ich auch für uns alle, für das entgegengebrachte Vertrauen. Noch 2 letzte Anmerkungen von meiner Seite aus. Es liegen Feedbackbögen an Ihren Plätzen. Wir würden uns sehr freuen über Ihre Meinung. Hinten am Ausgang liegt ein Kasten, da können Sie die Feedbackbögen einschmeißen. Und die zentralen Ergebnisse unserer Diskussion werden wir auch in Form eines Briefing Papers zusammenfassen und Ihnen dann online zur Verfügung stellen. Damit sind wir jetzt auch wirklich durch. Wir würden uns freuen, Sie auch im kommenden Jahr wieder bei den nächsten entwicklungspolitischen Diskussionstagen begrüßen zu dürfen. Die Sonne scheint, genießen Sie den Tag, kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.